Gucken, was jetzt noch so läuft. Und mit der anderen Feste auch noch. Gebt Bescheid, wenn die Templer sich sammeln. Yusuf und ich sind dann bei der Bazarfeste. Nehmt eine Fähre über den Halic. Es ist der schnellste Weg auf die Halbinsel. Alles klar, meine Brüder. Merhaba. Was für ein So. Wollt ihr nämlich noch synchronisieren hier den. Die Feste hier. Den Aussichtspunkt. Runter hier. Ja, alles ist hier ein bisschen teurer als zum Beispiel in. Als zum Beispiel in Brotherhood in Rom. Ist ja alles ein Tick teurer. Muss man auch mal erstmal mit klarkommen. Schmiede kostet dann schon, eine der ersten Schmiede kostet dann schon zu renovieren schon so 1000. Akre sind das, glaube ich, oder irgendwie irgendwas mit A, also Akre, Amre oder so, irgendwie sowas. Ich bin da jetzt nicht der. Ich kenne mich jetzt nicht so in dem. Was ist das? Nicht asiatisch, aber in diesem. Ich kenne mich jetzt nicht so in diesen. Bereich der Historie so aus. Bin ja nicht der Schlauste drin. Ich weiß nicht so viel über Konstantinopel etc., was da passiert ist in der Historie. Deswegen tut mir leid, weiß ich leider nicht so viel. Allerdings lernt man hier dadurch auch schon ein paar Sachen. Aber wir werden jetzt erstmal rüberfahren. In der Offensive. Die Galata-Feste ist sicher, doch Yusuf ist noch nicht von seinem Kampf zurückgekehrt. Gehen Sie zur Feste. Okay, ich dachte gerade, das wäre draußen irgendeine Musik. Ich glaube, das war aber vom Spiel. Gehen Sie zur Feste im nördlichen kaiserlichen Bezirk in der Nähe des Basars und suchen Sie ihn. Im nördlichen kaiserlichen Bezirk keine Konflikte auslösen. Na, dann machen wir mal. Fahren wir mal geschwind dahin. Ezio, begrüßt meine neuen Freunde. Ach, mein Gott. Du entkommst dir nicht. Oh, sorry. Kämpft, als kämpft ihr zu spät zu eurer Hochzeit. Sie. Um etwa 25 Jahre. Ich kam zu spät zur Bazarfeste. Welch Unglück. Doch nun, da sich mein Heer verdoppelt hat, holen wir sie uns zurück. Hier entlang. Wenn die Templer einen Bezirk übernehmen, stellen sie den Sieg zur Schau, hängen Banner auf und knechten die Hände. Es ist ein ständiger Kampf, sie in Schach zu halten. Und sie reiben uns jeden Sieg unter die Nase. Sie sind ziemlich dreist. Warum toleriert der Sultan das? Sultan Bayezid ist weit weg, Ezio. Er führt Krieg gegen Selim, viele Fersan nordwestlich der Stadt. Er war seit Jahren nicht mehr hier. Mindestens seit dem Erdbeben. Vielleicht sogar noch länger. Er ist blind für diese Tumulte. Aber eure Augen sind offen, Seh. Hem de Fall, Tashigibi. Glaubt mir. Zu viele für den direkten Angriff. Ich bezweifle, dass uns hier eine Rauchbombe hilft. Rauchbombe? Ezio, es wird Zeit, dass ihr Italiener das 16. Jahrhundert erreicht. Diese hier vernebeln nicht.
Sie lenken ab. Seht ihr? Unwiderstehlich. Gehen wir. Ihr steckt voller Überraschungen heute. Sprengstoffe sind unser neues Steckenpferd. Wir brauchen sie von den Chinesen und nutzen sie nun mit Leidenschaft. Das müsst ihr mir zeigen. Wer ist der Mentor hier, Ezio? Das frage ich mich langsam. Ich bin gerade gegen das Mikro gekommen. Ich musste voll niesen, ey. Das war nicht mehr lustig. Nun ihr. Macht mich stolz. Wer sprengt denn hier? Unwiderstehlich, Yusuf. Schnell, wir sind fast da. Das ist noch eine unserer Festen. Von Templern besetzt, wie ihr seht. Da, irgendwo in dem Mob, steckt der Templerhauptmann. Tötet ihn. Dann erklimmt ihr den Turm und gebt das Leuchtsignal. Das sagt den Templern, dass es Zeit ist, zu packen und zu gehen. Bene, ihr sorgt für die Ablenkung. Ich schick sie nach Hause. Alles klar. Ezio, hierher. Ja, yeah, chill. Wenn die Templer eine unserer Festen erobern, untersteht sie einem ihrer Hauptmänner. Durchsucht das Gebiet. Dann seht ihr ihn vielleicht wie einen Pfau umherstolzieren. Maria, vergib mir. Ergreift ihn! Chillt mal, ich muss erstmal hier
Leuchtfeuer entsenden. So, und dann weiter hoch hier. Ich will schon bitte hier raufgehen. Ja, ich glaube, Synchronisieren ist eigentlich relativ unnötig, aber ich mach's trotzdem mal. Trotzdem vielleicht wichtig. Und die Sequenz ist auch schon vorbei. Nicht die volle Synchronisation, aber das ist mir relativ egal. Da lege ich mich nicht drauf fest. Sequenz 2 beendet. Das ist toll. Weiter geht's. Es gibt sehr seltsame Aktivitäten im Animus. Ja? Die CPU sollte im Leerlauf sein. Aber der Systemmonitor schlägt regelmäßig aus. Manchmal bis zu 85%. Ist es ernst? Ich bin nicht sicher. Desmonds Werte sind stabil. Tja, wenn nichts kaputt ist, sollten wir auch nichts reparieren. Ist was dran. Boah, ich brauche einen Drink. Desmond, was hältst du davon? Was, wenn ich mit dir käme? Mit mir? Wohin? Es könnte klappen. Für eine Weile. Bis ich einen Ausweg finde. Einen anderen Körper vielleicht, oder? Was weiß ich? Ich will bloß nicht mehr hier sein. Das wird nicht gehen. Tut mir leid. Nein. Schätze, ich hatte meine Chance. Und hab's vergeigt. Standen Sie sich nah? Desmond und Lucy? Ich meine, näher als Freunde? Tja, sie haben sich hin und wieder so angesehen, aber... Sie mochte ihn, Bill. Das hat sie mir gesagt. Interessant. Mehr nicht. Nur interessant. Ich habe beide oft trainiert, als ich jünger war. Nicht gleichzeitig, natürlich. Sie war eine bemerkenswerte Frau. Und ich finde diese ganze Sache sehr traurig. Traurig? Du wirst doch nicht langsam weich, Bill. Ja. Ich bin jetzt gerade ernsthaft im Überlegen, ob ich jetzt hier schon damit angefangen, mit dieser Desmonds Reisengeschichte-Ding. Aber ich habe ja 3 von 5, glaube ich, jetzt schon freigeschaltet. Ich werde damit aber noch warten. Ich glaube, ich werde hier irgendwann mal gegen Ende des Let's Plays allen hintereinander machen. Die erzählen nämlich Desmonds Kindheit, bis er halt Barkeeper gewonnen, also bis Assassin's Creed 1 quasi fast angefangen hat, also kurz davor. Und darüber hinaus noch ein Tick noch. Erzählen so die ganze Desmonds Reise halt, Desmonds Geschichte, was passiert ist seit seiner Geburt bis dahin, bis er von Abstergo verschleppt wurde. Und das werde ich aber irgendwann anders machen.